Für die transvaginale Sigma-Resektion sind lediglich ein versteckter Schnitt im Bauchnabel sowie drei winzige Schnitte in der Bauchdecke nötig. Mithilfe der eingeführten Kamera und Operationsinstrumente wird das kranke Darmstück präpariert und gelöst. Statt wie bisher über die Bauchdecke wird es dann aber schonend über die Vagina entfernt. Anschließend werden die beiden Darmenden mit einem Spezialinstrument wieder miteinander verbunden. Der kleine Schnitt in der Scheidenhinterwand wird vernäht und ist schon unmittelbar nach der OP praktisch nicht mehr spürbar. Für die Patientin bedeutet das weniger Schmerzen und kaum sichtbare Narben. Auch das Risiko für Narbenbrüche ist deutlich geringer. Wir konnten wissenschaftlich nachweisen, dass diese Operationstechnik kein erhöhtes Infektionsrisiko, keine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit und keine Probleme beim Geschlechtsverkehr mit sich bringt.